Hallo zusammen. Heute soll es um die Brainite PT18 Pro gehen, die mir freundlicherweise von Brainite kostenfrei für ein Video zur Verfügung gestellt wurde. Ich muss sagen, ich hatte den Hersteller bis jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, hatte da zwar mal ein Video gesehen, fand die auch ganz interessant, habe die aber nicht näher betrachtet. Und dann hat mich jetzt Brainite angeschrieben und gefragt, ob ich die Lampe testen möchte. Und es ist natürlich immer interessant, mal den Horizont zu erweitern und eine neue Lampe auszuprobieren. Von daher habe ich da natürlich ja gesagt. Und ich muss sagen, und das kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, die gefällt mir ziemlich gut. Ist allerdings ein bisschen teuer. Hier in Deutschland zahlt man für die Lampe 150 Euro. Und damit liegt man dann ein bisschen über einer Olight Warrior X, die gerade 140 Euro kostet. Und ich glaube, da hat es Brainite relativ schwer in diesem Preissegment. Allerdings kriegt man auch einiges an Zubehör dazu. Und wenn ich schon gleich beim Zubehör bin, fange ich vielleicht mal mit dem Lieferumfang und Zubehör an. Die Lampe kommt in so einer blauen Pappbox. Ein paar technische Daten hier vorne drauf. Hier nochmal die groben Erklärungen, hinten die technischen Daten. Da könnt ihr mal kurz Pause machen, wenn euch das genauer interessiert. Ich werde es aber mit euch nochmal nachher durchgehen. Zumindest die wichtigsten technischen Daten. Drinnen ist dann so eine Pappbox, die nicht so leicht rausgeht. Das kann ein bisschen einfacher gehen. Und da ist dann das Zubehör drin. Das werde ich euch gleich zeigen. Also das ist so eine harte Pappbox. Wird relativ hochwertig, also das ist dem Preis angemessen. Und auf dem Karton steht hier noch 229. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Seriennummer ist. Steht nämlich auch auf der Lampe drauf, allerdings von Hand drauf geschrieben. Finde ich irgendwie ganz interessant. Dann wird mitgeliefert ein relativ komplexes Holster. Also ich wüsste nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Hier leider nur Klettverschluss, kein Druckknopf. Das Interessante ist, dass man halt hier die Lampe auch durchscheinen lassen kann. Also wenn man die anmacht, scheint die hier unten durch. Das finde ich relativ interessant. Und man hat hier halt auch eine Gürtelhalterung, die sich verstellen lässt. Also man kann das dann quasi auch am Gürtel anmachen und dann vor sich den Weg ausleuchten oder auf dem Boden leuchten lassen oder wie auch immer. Also dieses Holster hat schon ein paar mehr Features, als man es eigentlich gewohnt ist von anderen Herstellern. Hier am Rand auch noch zwei Taschen mit einem Abschluss hier unten. Das heißt, wenn ich hier einen Akku reintue, wird er nicht unten rausfallen. Hier das Gleiche. Also ich könnte theoretisch hier noch zwei Akkus transportieren, zwei 18650er Akkus. Das finde ich ganz interessant. Übrigens, hier oben kann ich es auch anschalten. Also ich komme hier oben durch und ich kann hier unten durch das Licht scheinen lassen. Also ja, mal ein etwas anderes Holster. Dann wird noch mitgeliefert so ein Ring. Den kann man hier hinten dran machen, um die Lampe dann irgendwie ja, so zu halten. Ehrlich gesagt, brauche ich das überhaupt nicht. Ich habe es auch gar nicht dran gemacht. Das ist nicht so meins. Dann wird auch noch mitgeliefert ein Lanyard. Deutlich länger, als ich das eigentlich gewohnt bin. Und auch mal aus Paracord und nicht irgendwie aus einer einfachen dünnen Nylonschnur. Also im Zweifelsfall hätte man da noch ein bisschen Paracord dabei. Ist irgendwie ganz witzig, auch wenn ich persönlich das nicht gebraucht hätte. Das macht man dann mit dem Karabiner hier fest. Ja, kann man machen. Ist mal was anderes. Ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann wird noch mitgeliefert ein paar Ersatzohrringe und zwar drei Stück. Also da haben sie nicht gegeizt. Dann wurde bei mir jetzt noch mitgeliefert so ein Armband. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine spezielle Version ist, die ich bekommen habe oder ob das grundsätzlich dabei ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gebraucht. Und als letztes wird noch ein Ladekabel mitgeliefert, ein magnetisches. Das hat so eine Textilummantelung und dürfte damit deutlich robuster sein als die einfachen Kabel, wie man sie sonst kennt. Hält man einfach an die Lampe dran und dann wird die aufgeladen. Ähnlich wie bei Olight, nur halt nicht hinten, sondern hier an der Seite. Auch das finde ich eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite hat man wieder ein weiteres Ladekabel. Auf der wieder anderen Seite kann man den Akku auch normal aufladen. Also da ist ein ganz normaler 18650er Akku drin. Ich zeige euch das mal. Also im Gegensatz zu anderen Lampen hat er nicht Plus und Minus vorne, sondern ist halt ein ganz normaler Akku. Von daher kann man den halt auch in einem normalen Ladegerät aufladen. Hat er zwei Möglichkeiten. Also es geht für mich in Ordnung, dass man da so ein eigenes Ladekabel mitliefert, da man halt noch die anderen Möglichkeiten hat, das aufzuladen. Dann mal zu den technischen Daten. Im niedrigsten Modus hat man hier 10 Lumen und da hält der Akku für 31 Stunden. Das wird hin und wieder bemängelt, dass man da keinen Modus hat mit einem Lumen oder 5 Lumen, sondern dass der niedrigste Modus halt 10 Lumen hat. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass mich das überhaupt nicht stört. So eine Lampe nehme ich mit, wenn ich rausgehe. Da reichen mir ehrlich gesagt zwei Modi. Da reichen mir ja, vielleicht mal so 200 Lumen, um vor mir den Weg auszuleuchten. Und dann noch irgendwie ein Turbo-Modus mit 2000 Lumen. Das würde mir persönlich reichen. Also ich nehme die nicht mit, um da im Zelt ein Buch zu lesen. Da nehme ich eine andere Lampe. Also da brauche ich das nicht. Von daher geht es für mich in Ordnung so. Aber ich kann auch verstehen, wenn andere Leute sagen, dass es ihnen lieber gewesen wäre, wenn sie im niedrigsten Modus vielleicht so ein Lumen gehabt hätte. Ja, dann im Turbo-Modus hat sie 2000 Lumen.
Und da ist die Laufzeit angegeben mit einer Minute und danach 90 Minuten. Also so wie ich das verstanden habe, regelt sie nach einer Minute runter. Ich habe das ausprobiert, habe die 5 Minuten laufen lassen und habe nicht gemerkt, dass die merklich dunkler geworden ist. Also die wird schon ein bisschen runterregeln, aber dann stufenlos, sodass es nicht groß auffällt. Und was ich ziemlich gut fand, ist, dass sie nicht besonders heiß wurde. Also ich habe die ja 5 Minuten laufen lassen und sie wurde schon warm, aber nicht wirklich sehr warm oder sonst was. Also ich konnte sie durchgehend noch angenehm hier vorne halten. Das finde ich ganz interessant. Und dann verbaut ist eine Klee XHP 35 LED und man hat hier einen Candela-Wert von 32.000. Die Reichweite ist angegeben mit 360 Metern und man hat hier an der Seite noch eine Status-LED, die in grün leuchtet, wenn der Akku noch voll ist, orange, wenn er fast leer ist und rot, wenn er halt so quasi ganz leer geht. Den Akku, den hatte ich ja schon angesprochen, das ist ein 18650er Akku, mitgeliefert wird einer mit 3100 mAh. Man kann alternativ auch zwei CR123 Batterien reintun. Die Länge hatte ich nachgemessen, da komme ich auf 16,7 cm, Kopfdurchmesser 4,1 cm und das Gewicht hatte ich nachgewogen mit Akku 228 Gramm. Dann habe ich auch mit meiner Kamera mal den Kelvinwert und den Grünstich nachgemessen und da komme ich auf ein sehr kaltes Licht von 6800 Kelvin und einen Grünstich von 1, also einen sehr guten Wert. Die Angabe wie immer ohne Gewehr, also ich mache das nur mit der Kamera. Das ist eher so als Richtwert zu sehen. Dann fand ich auch noch ganz interessant, dass man die Bezel hier abschrauben kann. Ich wüsste zwar nicht, warum man die abmachen sollte, die ist nicht besonders scharfkantig oder sonst was. Vielleicht gibt es da noch eine taktischere, die man dann dran machen könnte alternativ. Ja, finde ich irgendwie ganz interessant, dass das geht. Und hier habe ich übrigens die Version in Desert 10. Das ist eher so ein Grauton mit einem Hauch an Braun drin. Also schon relativ dezent. Es gibt noch eine schwarze Version, aber ich muss gestehen, wenn ich die Wahl zwischen schwarz und irgendeiner Farbe habe, dann entscheide ich mich immer für die farbige Version, wie auch hier. Dann vielleicht mal zur Bedienung und die ist relativ komplex. Also man hat hier einen Seitenschalter und man hat hier hinten zwei Schalter und man sieht schon im Handbuch, dass man da einige Sachen mitmachen kann. Ich muss gestehen, mir persönlich ist es ein bisschen zu komplex im Alltag. Also je nachdem, ob die Lampe halt an ist, womit man sie angeschaltet hat, reagieren die Buttons ein bisschen anders. Ich denke, wenn man die jeden Tag benutzt auf der Arbeit, dann gewöhnt man sich da auch dran. Aber wenn man halt noch andere Lampen hat, dann dürfte einen das relativ schnell oder leicht mal überfordern. Das ist jetzt hier die Bedienung für den seitlichen Schalter. Ich gehe vielleicht nur mal grob die Sachen mit euch durch. Also wenn euch das genau interessiert, könnt ihr mal Stopp machen und euch das anschauen. Ich zeige euch jetzt mal nur die einfache Bedienung, also nicht, was grundsätzlich alles möglich wäre, sondern wie man sie hauptsächlich bedient. Und zwar hier hinten über diesen Endkappenschalter kann ich den Strobe abrufen, über diesen kleinen Endkappenschalter. Und wenn ich loslasse, geht auch aus. Was ich interessant finde, ist, dass die Frequenz von dem Strobe sich ändert. Da müsst ihr jetzt leider kurz durch. Also die ändert sich nach ein paar Sekunden, das finde ich ganz interessant. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass die so ein Geräusch von sich gibt. Also ich halte die mal in die Nähe vom Mikrofon, dann könnt ihr euch das mal anhören. Also wenn man den Strobe benutzt, dann knattert die so ein bisschen. Finde ich ganz interessant. Na gut, weiter zur Bedienung. Hier habe ich diesen Endkappenschalter, den großen. Wenn ich den durchdrücke, bleibt der Turbo-Modus an. Und wenn ich ihn antappe, habe ich nur das momentane Licht im Turbo-Modus. Dann habe ich hier an der Seite einen Schalter. Wenn ich den drücke, blinkt die erstmal, zeigt mir also an, dass sie gesperrt ist. Muss ich dreimal drücken zum Entsperren. Jetzt blinkt sie und ist entsperrt. Und wenn ich sie jetzt anschalte, komme ich in den Modus, wo ich sie ausgeschaltet hatte. Also ich habe einen Memory-Modus und durch kurzes Klicken zappe ich durch zwischen Low, Medium, High, Turbo, Low, Medium, High, Turbo. Mit einem Doppelklick komme ich in den Strobe. Mit einem weiteren Doppelklick in den SOS-Modus. Und wenn ich lange gedrückt halte, schalte ich sie aus. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Möglichkeiten, die zu bedienen. Vielleicht eine Sache noch. Wenn ich sie jetzt hier anschalte und den Schalter dann hier drücke, dann komme ich nicht in den Strobe, sondern dann zappe ich damit durch Low, Medium, High, Low, Medium, High. Aber das sind so die Sachen, die ich ein bisschen verwirrend finde. Also je nachdem, ob ich jetzt hier zuerst drücke oder hier drücke und dann hier drücke, reagiert sie anders. Also das ist nicht ganz so glücklich gelungen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man die beruflich jeden Tag benutzt, dann weiß man das auch irgendwann und kommt damit bestimmt auch gut oder besser zurecht. Dann kann ich die Lampe sperren, indem ich diesen Knopf hier dreimal schnell drücke. Und dann wird mir über die LED hier signalisiert, dass die Lampe gesperrt ist. Was ich interessant finde, ist, dass ich die trotzdem noch über diese Endkappe anschalten kann. Also die ist jetzt eigentlich gesperrt, trotzdem geht sie hier noch an. Mein erster Gedanke war, dass das ein großer Kritikpunkt ist, wenn ich die sperre und sie dann nicht komplett gesperrt ist. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass es bei so einer taktischen Lampe vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist, dass man die Schalter getrennt sperren kann. Also wenn ich die in der Tasche mitnehme, möchte ich ja vielleicht den Schalter getrennt sperren und möchte weiterhin direkten Zugriff auf den Strobe haben. Von daher geht es in Ordnung.
Man kann die beiden Knöpfe hier hinten auch noch sperren, indem man sie hinten ein bisschen aufdreht. Dann hat man die getrennt voneinander gesperrt. Also ist es erstmal ziemlich ungewohnt und wirkt erstmal wie ein Fehler. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Absicht ist bei so einer taktischen Lampe. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass dieser Lockout für diesen Seitenschalter sich automatisch nach einer Minute selbst aktiviert. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, wenn die Lampe mir das sozusagen ein bisschen reinpfuscht und für mich entscheidet, dass sie jetzt sich sperren möchte. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch Leute, die vergessen, die Lampe zu sperren, stecken sie in die Hosentasche, kommen an den Schalter und brennen sich dann ein Loch in die Tasche, wobei die jetzt nicht so wahnsinnig heiß wird. Auf der anderen Seite, sie wird hier nicht so heiß, hier vorne wird sie schon heiß. Also ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich mag es halt nicht, wenn die Lampe mir reinpfuscht, sozusagen. Ja, dann vielleicht zu den Pro- und Kontrapunkten. Erster Pro-Punkt, die Verarbeitungsqualität, die ist wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Ich mache da mal ein paar Makroaufnahmen für euch. Also da kann ich überhaupt nicht meckern. Sie kann noch nicht ganz mit einer OLED mithalten, aber die kommt schon ziemlich nah dran. Also was die Verarbeitungsqualität angeht, da gefällt sie mir schon richtig gut. Der nächste Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist dieser nicht vorhandene Grünstich. Also endlich mal eine Lampe ohne Grünstich. Auch das ein ganz großer Pluspunkt in meinen Augen. Dann hat man hier noch einen Wegrollschutz. Auch das gefällt mir sehr gut. Dann dieser direkte Strop gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Bei manchen Lampen, wenn man da irgendwie hier anschalten muss und dann zweimal drücken muss, in einer Paniksituation, ist es völlig an der Realität vorbei. Das wird keiner hinkriegen, mit Adrenalin vollgepumpt, gestresst. Und das macht man nicht, wenn man dann aber einen Knopf hat, den man direkt drücken kann. Und den Strop damit dann auslöst, das ist eine Sache, die man dann vielleicht auch noch hinkriegen könnte. Dann, was mir auch noch ganz gut gefällt, der normale Akku, normale 18650er Akku ohne Plus und Minus vorn, kann man also in jedem normalen Ladegerät laden. Auch das gefällt mir gut. Kleine Kritikpunkte. Als erstes, der Akku hat nur 3100 mAh. Ich denke, in der Praxis sollte das auch ausreichen. Also der Unterschied zu 3500 ist jetzt nicht so groß. Auf der anderen Seite, die Lampe ist ja nicht ganz billig mit 150 Euro. Und dann finde ich, hätte man auch einen 3500 mAh Akku beilegen können. Nächster Kritikpunkt, die Lampe ist nicht hellstandfähig. Also die kippt um. Brauche ich jetzt bei so einer Lampe auch nicht unbedingt. Auf der anderen Seite, was man hat, das hat man. Also wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Auf der wieder anderen Seite funktioniert es halt einfach nicht mit diesem seitlichen Schalter, den man ja auch mit dem Handschuh noch bedienen möchte. Und wenn man da nochmal so eine Erhöhung dran gemacht hätte, wäre man da nicht mehr so gut dran gekommen. Also ich kann es verstehen. Von daher ein kleiner Kritikpunkt in Anführungszeichen. Nächster Kritikpunkt, das ist dieser Ladeport hier. Der hat genau so eine Aussparung hier oder so ein Plateau wie der An- und Ausschalter. Das heißt, wenn ich den im Dunkeln ertasten möchte, dann drücke ich hier manchmal aus Versehen auf den Ladeport und wundere mich, dass die Lampe nicht angeht, bis ich dann realisiere, dass der An- und Ausschalter auf der anderen Seite ist. Also das gefällt mir nicht so gut, der ist mir da ein bisschen zu ähnlich. Ich finde, man hätte den An- und Ausschalter vielleicht gummiert machen können oder ein ganzes Stückchen größer oder hier irgendwie die Aussparung weglassen können, in die Rundung rein oder wie auch immer. Das heißt, einen deutlicheren Unterschied hätte ich mir hier gewünscht zwischen dem Ladeport und dem An- und Ausschalter. Und als letztes ist in dem Holster hier so eine metallische Niete. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit über kurz oder lang ein paar Kratzer in die Lampe reinkriegt. Auch da, finde ich, hätte man ein Stück Stoff drauf nähen können, dass man sich die Lampe da nicht verkratzt. Auf der anderen Seite ist es eine taktische Lampe, ein Werkzeug. Also wenn da ein paar Kratzer reinkommen, ja, was soll's. Den Preis hatte ich ja schon angesprochen, mit 150 Euro finde ich den schon grenzwertig hoch. Die Verarbeitung ist tipptopp, überhaupt keine Frage. Das passt, man kriegt eine ordentliche Menge und gutes Zubehör. Auch das passt soweit. Wird sich halt zeigen, ob der Preis nicht ein bisschen zu hoch ist hier für den deutschen Markt. Denn die Sache ist die, man kriegt halt für 140 Euro eine OLED, die ist noch ein bisschen besser verarbeitet, hat allerdings einen Grünstich, ist dafür ein bisschen kleiner, ist halt noch ein bisschen robuster auch. Da ist die Sturzhöhe mit 3 Metern angegeben, ich glaube hier war es 1 Meter. Ich denke nicht, dass eine von den beiden so schnell kaputt geht, von daher ja, nur am Rande halt der Gedankengang, dass vielleicht 150 Euro im Vergleich zu der OLED und zu dem, was man sonst noch bekommt, vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. Ich habe euch noch ein paar Praxisaufnahmen gemacht, die blende ich euch gleich ein, verabschiede mich dann aber an der Stelle schon mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.